Hallöchen, willkommen zurück bei Spider-Man. Ihr wisst Bescheid, ne? Letztes Olympus-Versteck. Letztes Olympus-Versteck und danach gucken wir mal, was die Story uns bringt. Das große Finale des DLC-Packs, die Stadt, die niemals schläft. Nein, Jared, ich wollte zerstoßenes Eis, keine. Was soll das Eis wissen, Live? Oh. Hörer! Fürstenköpfe! Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen. Spider-Man hat gerade eine Bande Schläger durch die Straßen gejagt, Bürger gefährdet und Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Und diesmal mit der Hilfe einer gewissen silberhaarigen Militanten, die das Finanzviertel zu einer Schießbude für ihre fliegende Todesmaschine gemacht hat. Aber das ist nicht das Schlimmste, Leute. Oh nein! Was könnte schlimmer sein, fragen Sie? Der Verkehr, der Stau. Es war so schlimm, dass Ihr Moderator einen wichtigen Zahnarzttermin verpasst hat. Jetzt muss ich 6 Monate auf den nächsten warten. Wie viele Menschen haben noch Zahnarzttermine verpasst? Dutzende, Hunderte, Tausende? Und das lässt natürlich nur einen Schluss zu. Spider-Man verursacht Zahnschäden. Bitte was? Jameson, das war ein so beschissener Logik. Was? Oh Mann. Aber eine Sache, genau, also klar, der hat wieder vollkommen eine Scheiße geredet, wie immer. Aber eins muss man dem lassen, dafür, dass Jared den unerwartet live geschaltet hat, hat er echt gut improvisiert, ne? Also dafür, dass das so spontan war, hat er sich echt gut aufgeregt. Respekt. Gut, letzte Olympus-Versteck, Leute. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Und ich vermute mal, da kommt dann auch noch eine Nebenmission bei raus am Ende. Weil uns wahrscheinlich David verarscht. Bestimmt uns in der Erde. Dann gehe ich denn. Alter, ich liebe es, wie der da reinspringt. Hey, ich habe das letzte Versteck gefunden. Großartig. Also, ich dachte, vielleicht sollten wir die Hilfsgüter zur Polizei bringen. Nur zur Aufbewahrung. Ich passe lieber selber darauf auf. Ich habe das Gefühl, dass du mir was verschweigst. Ich hatte ein Arbeitsvisum über Sable International. Durch meine Kündigung ist es ungültig. Schon eine Ausweiskontrolle könnte meine Abschiebung bedeuten. Ich will nur das hier erledigen. Dann bin ich weg. Vielleicht kann ich dir bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen. Es ist schon okay. Das war meine Entscheidung. Ich bereue es nicht. Hey, ich hab mich verloren! Spider-Man ist hier! War das? Hat aufgepasst, aber nicht gut genug. Ja, ich glaube, dass David lügt, ne? Nur so am Rande jetzt, ne? Also ich bin jetzt wieder fokussiert, ihr wisst ja, kämpfen, 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 aber ich glaube, dass der uns verarscht. Der Boss will seinen Kopf! Mir gefallen die Chancen nicht mehr! Ich weiß übrigens gar nicht, ist Black Cat denn wirklich ein literally Marvel-Charakter oder haben die den in Spider-Man 2 damals erfunden, um Catwoman zu verarschen? Ich weiß es gar nicht, weil eigentlich kann man doch echt ein Spiel von der machen. Also jetzt unabhängig davon, was sie hier für eine Rolle spielt in Spider-Man, aber... Hi MJ, bist du mir eingefallen? Klar, was denn? Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermangel hier in der Stadt? Ja, ich könnte da jemand passen, denn... Wenn er ein Visum hätte. Ich glaube, manchmal sind Arbeitsvisa über Empfehlung möglich. Schick mir deine Daten, ich höre mich mal um. Das ist voll sweet gerade, auch wenn MJ natürlich eigentlich gar nicht mehr hier wäre so richtig, ihr wisst ja, die ist weg. Aber süß von Peter ist erst versucht, trotzdem glaube ich, dass David kein Interesse daran hat, hier zu bleiben. Alter, ich hasse euch.
Okay, also meine Regie gibt mir gerade durch, dass es, dass es durchaus Black Hat Comics gibt und dass man da eigentlich doch durchaus mal das Potenzial nutzen könnte, einen weiblichen Marvel-Superheld zu machen. Das wäre doch mal cool. Wenn ein weiblicher Held mal ein Solo-Spiel für sich hätte, was es, glaube ich, kaum gibt, oder? Gibt es Superheldenspiele mit einer Frau in der Hauptrolle? Aha, da sehe ich doch mal Potenzial, oder? Dafür werde ich weniger hart zuschlagen. Ich sag ja, oder MJ wird auch von der Spinne gebissen. Oh, und dann sind wir das coole Trio. Oh, Miles, Peter und MJ. Oh shit, die hab ich nicht gesehen. Nein, kein Bohrer. Och nein, ich hab ihn schon gesehen. Bist du lebensmüde, ha? Bring ihn auf den Boden! Mir gefallen die Chancen nicht mehr! Noch mehr! Wisst ihr, wenn ihr alle gleichzeitig rausgehen, wäre die Chance größer, dass... Na, ich gebe lieber keinen Tipp. Oh, das ist ja so ein Typ. Uah. Scheiße, scheiße, scheiße. Stand der da die ganze Zeit mit seinem Raketenwerfer, Mann? Okay. Ha, da kommt er. Da ist ja noch. Da ist noch einer! Was? Scheiße. Nein. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, einer ist weg. Ja,
Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh. Also das, ich meine, das sind 10 Minuten, das ist schon krass. Wenn man stirbt, alles nochmal, ey. Das ist schon echt übel. Also die Basen... Ich scheine hier fertig zu sein. Puh. Das war beim zweiten auch schon so. Das sind mit Abstand die schwersten Kämpfe. Ui, ui. Hilfsgüter, hallo? Wollen aber auch nicht gefunden werden, ne? Da oben ist... natürlich. Okay. Diese Hilfsgüter müssten eigentlich hier irgendwo sein. Das hier müssen die Hilfsgüter sein. Das war's mit dir! Überraschung am Ende, oder was? David, die letzten Hilfsgüter sind gesichert. Danke. Ich bringe alles zur Symkarianischen Botschaft und sorge für die Auslieferung. Sag einfach Bescheid, wenn ich noch irgendwie helfen kann. Mach ich. Und danke nochmal, Spider-Man. Das war's wohl. Hoffentlich kann MJ was für ihn tun. Oh Mann. Okay, das war's. Sollen wir mal ganz schnell die Platin holen? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also ich glaube, wir müssen 5 Schnellreisen machen. 1. Das wäre ja eigentlich eine U-Bahn-Fahrt. 2. Drei. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe keine Ahnung. 4. Ah ja, Pendler. Hey David, was gibt's? Be greater. Ich habe die Hilfsgüter und bin auf dem Weg zur Botschaft. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Wo bist du? Ich bin nicht sicher. Ich... David? David! Halt durch! Bin unterwegs! Hammerheads Leute wussten, dass David allein ist. Und angreifbar. Ich hätte es wissen müssen. Durchhalten. David. Oh mein Gott, noch eine Nebenaufgabe rund um David und die Hilfsgüter. Einem Menschen helfen. Ja, ihr habt's gesehen, wir haben gerade die Platin vom Hauptspiel bekommen. Be greater. Das war jetzt die Platin dafür, dass wir noch die 5-mal Schnellreise gemacht haben. Ihr müsst wissen, dass man eigentlich in den Ladezeiten, die es in dem Spiel hier nicht mehr gibt, U-Bahn gefahren wäre. Und der Erfolg ist eben, oder die Trophäe ist eben Pendler, fahre 5-mal U-Bahn. Ja, jetzt haben wir die Platin. Yay! Da ist David. Und er steckt in Schwierigkeiten. Hi, David. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. David, bleib, wo du... Sie.
Aber ist David jetzt wirklich kein Verräter? Also, ich bin irritiert. Mein Menschenverständnis ist im Grunde erschüttert. Nein, keine Bohrer. Och nee. Alles okay? Glaub schon. Dank dieser Sable-Panzerung. Also, was jetzt? Ich bringe die Hilfsgüter zur Symkarianischen Botschaft. Dank dir kriegen die Symkarianer endlich die nötige Hilfe. Schön, dass ich helfen konnte. Aber ich meinte, was ist jetzt mit dir? Tja, vor ein paar Minuten hat mich eine Schule in Midtown angerufen. Wenn ich dort als Lehrer anfange, bieten sie mir ein Visum an. Du hast nicht zufällig was damit zu tun? Guten Menschen passiert auch Gutes. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ich will den Kindern dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen, so wie du mir geholfen hast. Eigentlich sollte ich eher dir danken. Wofür? Für die Erinnerung, warum ich diese Stadt liebe. Liegt's an mir oder ist die Welt ein bisschen heller geworden? Der Lohn des Krieges. Ich werde die nächsten paar Sekunden genießen, bevor wieder irgendwas Schlimmes passiert. Ich wette, David wird einer dieser coolen Lehrer, deren Kurse immer voll sind. Ich glaube auch, David war cool. Und doch kein Verräter, ich nehme alles zurück. Aber Leute, darf ich mal kurz was betonen? Wir haben 50 random in der Welt versteckte Fotos gefunden, ohne nachzugucken und ohne gezieltes Suchen. Ja gut, einmal bin ich da die Küste lang geschwungen, aber wie geil ist das denn? Gut, wir machen mit der Story weiter. Wir suchen das Versteck von Hammerhead, um Sable zu retten. Oder Silver, oder Sable, oder Silber, sucht euch aus. Ja, cool, wir machen weiter. Das waren die Basen, es hat hier gut geklappt. Und wir haben eine Platin, Leute. Meine erste PlayStation 5 Platin. Der Eingang zu seinem Versteck muss ganz in der Nähe sein. Bestimmt unter der Erde. Dann gehe ich der Sache mal auf den Grund. Dieses Reinspringen. Ein neuer Geruch. Ich hoffe, ich finde Sable, bevor die Dämpfe sie umhauen. Wäre schön, wenn ich hier durchkäme, ohne nass zu werden. Ach so. Hallo! Das ist so cool. Hey! Hallo! Wow, sieh dir das an. Wie viel Arbeit nötig ist, um die Stadt zu versorgen. Wahnsinn. Frischwasser ist für mich nie wieder selbstverständlich. Ich liebe die Sprüche von Peter, ohne Scheiß. Das ist so geil einfach. Okay, wo führt das wohl hin? Das sieht nach losen Steinen aus. Gut. Okay, weiter. Hammerheads, Leute. Sie haben eine alte U-Bahn-Station übernommen. Ich muss die Typen ausschalten und dann Sable suchen. Okay, das ist der gleiche U-Bahnhof, in dem wir vorhin waren und das scheiß Versteck ausgehoben haben. Ich kotze. Ah, so halb. Das ist nicht ganz das gleiche, das so halb das gleiche. Ups, ich wäre ein schrecklicher Ninja. Das Ninja sein überlassen wir Sasuke, Naruto und so, ne? Ihr wisst schon. Okay. Du bist ein toter Mann! Wer ist in der Luft? Schluss mit lustig! Ja.
Okay, das waren alle. So, ich wette, wenn ich den Stromkabeln folge, werde ich auch Sable finden. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin sehr gespannt übrigens, Hä? Ah. Ich muss den Stromkabeln folgen. Aber welche denn? Ja. Hoffentlich ist dieser Waggon nicht beladen. Ich bin gespannt, was das noch für Sachen sind. Okay, dem gelben Kabel nach. Auf der Karte, diese zwei Ziele. Der Tunnel ist dicht. Ich glaube, ich kann mich durchzwängen. Aha. Ach, ich liebe Spider-Man einfach. Ich sag ja, ich bin halt sehr überrascht davon, wie gut Insomniac Games dieses Spiel macht. Das ist deren erstes Spider-Man-Spiel, darf man nicht vergessen. Das ist einfach Wahnsinn. Leichendecke? Oh, interessante Wendung. Er ist da drin gestorben, wie die anderen. Wer war er? Den Namen weiß ich nicht. Salt Castle, glaube ich. War es blutig? Nein, er wurde... War wohl ein Bild. Ich beeile mich lieber und finde Sable. Ja, bitte. Da ist... Gute Nacht! Das hier scheint die Hauptoperationsbasis zu sein. Aha. Sable Jetpacks. Ich würde dafür bezahlen, die ersten Flugversuche von Hammerheads Leuten zu sehen. Das sind wahrscheinlich die Leichensäcke hinten. Projekt Olympus. Diese Kapseln brauchen viel Elektrizität. Deswegen zapfen sie wohl die U-Bahn an. Ich sage doch, ich habe die Dinger nur gebaut. Ich habe sie nicht entwickelt. Wir haben wohl den Falschen. Positiv gesehen, eine erste Versuchsperson. Nein! Nein! Nicht einschalten! Bitte gebt mir ein paar Minuten! Ich kriege das hin! Na, das höre ich doch gern. Oh oh. Wow. Wenn Hammerhead das Ding in die Finger kriegt, haben wir echte Probleme. Oh nein, sag nicht, der baut eine... Oh. Confidential. Aha. Oh mein Gott. Mega Hammerhead. Dieser Kopf hat mich fast umgebracht. Du sagtest doch, ich sei unzerstörbar. Ich sagte, beinahe unzerstörbar. Sie sind immer noch ein Mensch. Dann mach, dass das aufhört. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das, was ich sage, an die Arbeit. Okay. So sieht er jetzt auch aus, ne? Also menschlich ist an dem wirklich kaum noch was. Das ganze Zeug gehört, Sable. Ja, aber das meiste ist im Ausland. Was denkst du gerade, Boss? Ich denke daran, dass sie die Stadt in nur ein paar Tagen übernommen hat. Du meinst damals bei der Teufelsatem-Sache? Ja, das war irre. Eigentlich nicht mit der richtigen Ausrüstung. Tja, wir haben die Grabdinger. Nicht gut genug. Wenn wir die besten Sachen wollen, brauchen wir sie. Ja, okay. Und wie kriegen wir sie? Klaut weiterhin ihr Zeug. Sie wird herkommen. Oh mein Gott, der wollte, dass Sable herkommt, damit sie ihm verrät, wie er diesen ganzen Megatechnik-Mist bauen kann. Ich verstehe. Zum Beispiel ihr Mega-Raumschiff. Sag nicht, die kommen dann alle mit so Jets hier angeflogen. Da haben wir aber ein Problem. Aber die Pläne haben sie ja schon mal. XRT-89. Unterirdisches Truppeneinsatzfahrzeug. Das ist der Name? Pff, ich bleibe bei Graber. Oh Mann, ich liebe Peter. Sable, sie muss in der Nähe sein. Das... Spannungsdrähte und Kanalwasser. Was soll da schon schief gehen?
Eine Erkenntnis in diesem Höhlenirrgarten ist jedenfalls, dass Hammerhead weniger Schläger und mehr Sicherheit braucht. Oh mein Gott. Alter, hat er denn die eine Schulter gebohrt? Du hast mich gesucht. Warum? Weil ich dich brauche. Ich arbeite allein. Das habe ich auch mal gesagt. Ich weiß, was in Symkaria passiert. Ich weiß, warum dir das so wichtig ist. Das glaubst du nur, aber du weißt es nicht. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Pass auf, ich weiß, wie man das Monster erledigt, aber ich schaff's nicht allein. Verdammt, er hat sie befreit! Oh nein. Oh nein, nein, keine großen. Okay, es ist nur kleiner. Okay, hier ist der Plan. Ich nehme. Guter Plan. In der Luft! Das ist nicht deine Liga, Penner! Okay, den macht Säbel schon. Was spielst aber einfach so gut? Ich meine, guck mich mal die Animation an und alles. Ich liebe es. Was? Auch Peter, Mann. Kannst dich ernst meinen. Alter. Das muss so weh getan haben, ne? Und das auch. Das war Wahnsinn! High five! Du sagtest, du kannst Hammerhead schlagen. Hey, du hättest einschlagen müssen. Hier drin sind seine Krankenakten. Ja, hauptsächlich über die Platte in seinem Kopf. Carbonstahl. Ja, super stark, empfindlich gegen Hitze. Ich habe eine Idee. Ich schwöre bei allem, dass ich tue, was du mir sagst. Ich melde mich. Au. Aber okay. Ich mach's bei die Arbeit, während ich auf Sables Anruf warte. Hey, was ist das? Bänder? Was ist mit den ganzen gelben Sachen? Hm. Ist das von irgendeinem Straßenkünstler? Hä? Ein Polizeibericht. Anscheinend wurde jemand bei einem Überfall getötet, aber es wurde nichts gestohlen.
Was ist mit dem Audiorekorder? Sie leiden also unter arbeitsbedingtem Stress. Dann sind Sie hier richtig. Das ist mein Spezialgebiet. Habe ich gehört. Beschreiben Sie mir genauer, wie Sie sich fühlen. Ich schätze, ich setze mich selber sehr unter Druck. Ich will immer der Beste sein und mein Boss ist sehr anspruchsvoll. Was machen Sie beruflich? Sie stehen hier unter Schweigepflicht, richtig? Natürlich. Gut, denn wenn irgendwas diesen Raum verlässt, sind Sie tot. Auf der Akte steht 1 von 9. Es muss in der Stadt noch mehr davon geben. Hier sind ein paar GPS-Koordinaten. Ich liebe ja Schatzsuchen, aber irgendwas sagt mir, dass ich da nirgendwo eine Truhe voll Gold finden werde. Mhm. Finde Aufnahmen an Tatorten der ganzen Stadt, um dieses Geheimnis zu lüften. Oh, das ist aber spannend, das ist geil. Okay, und das sind dann die Tatortaufnahmen. Okay, cool. Machen wir direkt jetzt am Stück fertig. Das interessiert mich. Ich finde Sable super. Ich liebe Spider-Man. Keine Ahnung. Jetzt habe ich doch Bock, Miles Morales direkt hinterher zu spielen. Ich glaube, ich bin nah an einem anderen Tatort. Die Visitenkarte der geheimnisvollen Person. Noch ein Polizeibericht. Und noch ein Audiorekorder. Aber wie geht denn das nochmal mit dem... okay. Das kommt mir bekannt vor. Der letzte Aufenthaltsort eines Magier-Informanten, der vor ein paar Monaten verschwunden ist. Haben Sie mir gerade gedroht? Wir sollten die Sitzung beenden. Sorry, Doc. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin etwas paranoid. Wie gesagt, stressiger Job. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Arbeit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Alltag. Ich wache auf und schaue auf mein Telefon. Der Boss sagt mir, um wen ich mich kümmern soll, dann frühstücke ich. Ich probiere gerade diese Keto-Diät aus, wissen Sie? Dann führe ich den Auftrag aus. Manchmal muss ich dann nach Hause und mich waschen. Nachmittags mache ich öfter Sport, danach Abendessen. Entschuldigung, einen Moment bitte. Was heißt den Auftrag ausführen? Ich töte, wen mein Boss mir aufträgt. Ich bin ganz gut darin. Hab schon einige Erfahrungen. Der Typ klingt wie ein Handlanger der Magier. Das scheint nur ein Teil der Geschichte zu sein. Ich sollte nach weiteren solchen Orten suchen. Okay, 2 von 9. Ich finde das ein bisschen schade, dass das nur ein Magier-Typ ist. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das irgendwie so Mysterio ist oder sowas. Irgendwie ein Gag wegen einem neuen Bösewicht oder sowas. Ich habe das Haus nicht verlassen. Freut mich zu hören. Was gibt's? Ich habe den Polizeifunk gehört. In der Stadt passiert eine Menge. Und zwar die ganze Zeit. Ziemlich überwältigend, was? Wie schaffst du das? Ich meine, du kannst ja nicht überall sein. Weißt du noch, was May immer sagte? Hilfst du einem, hilfst du allen. Ja. Aber ich habe nie verstanden, was sie damit meint. Okay, weißt du noch, die Frau, die mit ihren beiden Kindern ins Feast kam? Die zwangsgeräumt wurde? Ja. Als sie wieder einen Job und eine neue Wohnung hatte, sagte sie, sobald mein erstes Gehalt da ist, spende ich so viel wie möglich an dieses Asyl. Also, wir helfen ihr, jetzt hilft sie anderen. Helfen wirkt wie ein Multiplikator. Ganz genau. May war wirklich ziemlich toll. Die tollste. Ich schicke dir eine Adresse, sobald ich hier fertig bin. Also halt dich bereit. Und bring diese Netzschießer mit. Endlich! Oh. Hören wir mal, was der Rekorder zu bieten hat. Und was denken Sie, Doc? Klinisch gesehen sind Sie ein Soziopath. Sie bereuen Ihre Taten nicht, Sie lösen auch keinen Stress aus. Ich bezweifle, dass Sie glauben, mit Ihnen stimme etwas nicht. Warum sind Sie also heute wirklich hier? Sie sind schlau, das gefällt mir. Okay, kommen wir zur Sache. Tun Sie, was ich sage, dann lasse ich Ihre Familie leben. Wow. Kommen wir zur Sache, okay? Ich weiß, warum Sie hier sind. Als Sie reinkamen, wusste ich sofort, wer Sie sind. Und ich weiß noch etwas. Bevor ich irgendetwas für Sie tue, werden Sie etwas für mich tun. Also, das kam überraschend. Diese Tatorte sehen alle wie getarnte Magierverbrechen aus. Wenn der Typ auf dem Band ein Magierhandlanger ist, dann hat er vielleicht diese ganzen Leute getötet. Möglich. Möglich. Okay, 3 von 9 Aufnahmen. Also wie gesagt, die suchen wir und dann sind wir, also tatsächlich ist das jetzt der letzte, ich sag mal, Open-World-Content neben der Hauptmission. Eben diese 9 Tonbänder finden, dann haben wir alle Gebiete auf 100% tatsächlich.
Ja, mein Schlussplädoyer ist auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr gelungener Abschluss für das Hauptspiel ist. Keine Ahnung, es drehte sich ja sehr stark, Malte Lee, Otto und so weiter und so fort, Silver Sable und Black Cat waren ja wirklich nur so Nebencharaktere. Das sehe ich mir genauer an. Viel Absperrband und Ausrüstung an diesen Tatorten. Wer auch immer das war, hat Zugriff auf dieses Zeug. Und dass die jetzt eben nochmal so ein bisschen eine eigene Rolle bekommen, finde ich klasse. Okay, ist schon da hinten irgendwo. Da! Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord. Aber Yuri hatte Zweifel. Das Opfer gehörte zu Hammerheads Kumpanen. Auf der letzten Aufnahme hat der Therapeut den Spieß umgedreht. Da sind Sie ja. Setzen Sie sich. Haben Sie das, das sollte Ihr Kapitalproblem beheben. Okay. Das tut es allerdings. Danke. Also, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich einige Polizeibeamte behandle. Da liegen Sie richtig. Aber mein Boss und mich interessiert nur eine Patientin. Um wen geht es? Captain Yuri Watanabe. Yuri? Was hat sie damit zu tun? Ich fürchte mich vor dem Ende dieser Geschichte. Aber ich muss dranbleiben. Oh mein Gott. Ich bin bereit. Komm zu meiner Basis. Ich wollte schon länger fragen. Wie kannst du eine Basis in der Stadt haben, von der ich nichts weiß? Okay. Bis bald. Leg die einfach auf. Es ist so geil. Okay. Da ist noch ein Tonband. Warum geht sie immer mittendrin auf? Tja, Peter. War das gar keine Absicht, sondern wir wurden unterbrochen. Dann wartet sie vielleicht auf einen Rückruf. Bitte tu es nicht. Oder sie hat kein Guthaben mehr auf ihrer Handykarte. Ich meine, sie nutzt vermutlich internationales Roaming und das ist echt teuer. Oder sie musste ganz dringend ihre Waffen polieren. Oder es ist ganz einfach. Die offensichtlichste Erklärung dafür ist, sie hasst mich. Und wahrscheinlich auch die richtige. Logik verdirbt einem echt jeden Spaß. Das ist wahr. Okay. Hier ist jemand zu Tode gestürzt. Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? In der letzten Aufnahme haben sie über Yuris Krankenakte gesprochen. Hier ist Captain Watanabes Akte. Das ist alles? Ja. Haben Sie Sitzungen von ihr aufgezeichnet? Nein, ich zeichne Sitzungen nie auf. Das wäre unethisch und illegal. Wir möchten, dass Sie Ihre nächste Sitzung aufzeichnen. Und mein Boss hat eine Liste mit Fragen, die Sie stellen sollen. Haben Sie damit ein Problem? Nein, kein Problem. Ich sollte mir das wohl nicht anhören. Aber ich kann nicht aufhören. Wer das hinterlassen hat, war wohl mit der Arbeit der Polizei nicht zufrieden. Das ist wohl wahr. 5 von 9. 6, 7, 8, 9. Wir müssen eh dahin. Dann machen wir so einen Rundgang. Okay. Oh, es ist so geil. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist halt wirklich einfach nur Hammer. Ich weiß ja auch nicht. Ich liebe es. Das ist es, Leute. Das ist das große Ding. Ich habe endlich Beweise. Seit Jahren bitte ich meine verehrten Hörer, mir Fotos zu schicken, die ein für alle Mal beweisen, dass Spider-Man in direkter Verbindung zu den Verbrechern dieser Stadt steht. Und endlich hat ein mutiger, anonymer Anrufer mir diesen Wunsch erfüllt. Wir haben deutliche Fotos von Spider-Man, die er unmittelbar neben Hilfsgütern steht. Hilfsgüter, die für Symkaria bestimmt waren. Und unser heldenhafter Anrufer versichert mir, dass genau diese Hilfsgüter auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Wenn ich eins in meinen Jahren als weltberühmter Reporter gelernt habe, Fotos lügen nicht. Spider-Man ist ins Netz gegangen. Und das ist kein Wortspiel. Das meine ich ernst. Und was machen wir jetzt, fragen Sie? Wir warten darauf, dass die Polizei endlich aufwacht und diesen maskierten Irren verhaftet. Endlich wird diese Stadt sehen, dass Jameson die ganze Zeit richtig lag, was Spider-Man angeht. Er ist nicht nur ein einfacher Dieb, er stiehlt sogar Nahrung und Medikamente von unschuldigen Zivilisten in einem Kriegsgebiet.
Frauen und Kinder, die ums Überleben kämpfen, die täglich Bomben und Kugelhagel ertragen müssen, während Spider-Man die Hilfsgüter stiehlt, die sie am Leben halten könnten. Tiefer kann man nicht sinken. Selbst ich hätte nie gedacht, dass Spider-Man so abscheulich ist. Alles, was wir als Stadt jetzt tun können, ist, in Ruhe darüber nachzudenken, wie recht J. Jonah Jameson hatte. Mal wieder. Genau. Ich erinnere mich, dass Yuri sagte, dies sei wohl ein Unfalltod gewesen. Lebensmittelvergiftung, glaube ich. All diese Berichte stammen aus den letzten 12 Monaten. Aber letzten Monat hat Yuri selbst all diese Fälle übernommen. Hat Yuri mir all diese Aufnahmen hinterlassen? Okay, Yuri, machen wir weiter. Denken Sie immer noch so zwanghaft an diesen Verdächtigen? Ja. Manchmal fühlt es sich an, als hätte ich ihn fast. Und manchmal so, als würde ich ihn niemals kriegen. Machen Sie auch Ihre Atemübungen? Ich versuch's. Aber? Ich weiß, wer er ist. Und wo er ist. Und ich weiß, was er getan hat. Aber ich kann nichts tun. Nicht ohne rechtlich verwertbare Beweise. Das muss frustrierend sein. Sie haben ja keine Ahnung. Anscheinend nimmt Yuri an, dass der Typ auf dem Band all diese Leute umgebracht hatte. Ich glaube, sie könnte recht haben. Okay. Ja, es geht ja so um Yuri, die Magier und damit im Nachhinein auch um den Grund, warum sie ja so, gejagt wurde. Wir werden jetzt, ich bin auch sehr gespannt, ob wir noch herausfinden, was mit der jetzt los ist. Ich meine, nachdem die da ausgetickt ist und Hammerhead fast erschossen oder eher gesagt hingerichtet hat, ist die ja wahrscheinlich, ja, zwangsbeurlaubt, das haben wir schon erfahren. Na, ich bin gespannt. Ganz nah sein. Und wieder das typische Gelb. Der Rekorder muss hier irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass Yuri das da oben hingeklebt hat, oder? Ich erinnere mich daran. Jemand wurde bei einem Unfall durch einen Stromschlag getötet. Und das Opfer kannte Hammer. Yuri hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Auf der letzten Aufnahme klang Yuri frustriert. Sie haben ja keine Ahnung. Das ist alles? Ja, ich meine, wir haben noch kurz über Ihre Medikation gesprochen, aber... Wann ist Ihre nächste Sitzung? Warum? Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Holen Sie zum Schlag gegen Yuri aus? Ich muss zu diesen anderen Orten. Entschuldigung, ich wurde mal wieder gestört. So, da fehlen noch 2 Tonaufnahmen, Leute. Da ist eine und da ist die letzte, okay. Gibt's hier noch eine Nebenaufgabe? Nee, ne? Nee? Nee. Komisch. Ja, aber wie gesagt, wir sind fast fertig, ne? Ich find's ein bisschen traurig gerade, keine Ahnung. Jetzt kribbelt's mir so eine Finger, Miles Morales weg hinterher zu spielen irgendwie. Das macht mega Bock einfach. Ich weiß gar nicht, also Miles hat ja auf jeden Fall eine andere Animation, das weiß ich schon. Und ich bin aber voll gespannt, ob man denn dann bei 0 anfängt, weil das wäre ein bisschen doof, wenn man dann wieder so mega... Wobei das ja in, sagt mal schnell, in Assassin's Creed Brothers oder in Gothic. In Gothic 2. Man ist in Gothic 2 wieder so schwach, weil der Held ja am Ende von Gothic 1 im Schneefalltempel fast stirbt und nur wegen der magischen Erzrüstung überlebt. Und dann ist er ganz schwach und... Ich glaube, ich bin fast da. Ach ja. Stimmt, hinterlässt Yuri all diese Sachen. Nein, der andere Anzug ist nicht schöner. Was will ich nicht hören. Noch ein Bericht und ein Rekorder. Ich will fast nicht zuhören. Ich glaube, hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren.
Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Juri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Oh, interessant. Also war der Therapeut gesteckt und damit auf Juris Seite, okay? Das letzte Tonband. Ich glaube, ich bin ganz nah am letzten Tatort. Juri war hier. Wo ist die Akte? Juri hat mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay, ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Darauf freue ich mich, Captain. Juri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh. Hey. Nein. Warum habe ich mir das angehört? Neue Nebenmission freigeschaltet? Oh mein Gott, doch noch eine Nebenmission. Ich bin so blind. Waage der Gerechtigkeit. Anruf von einer unbekannten Nummer. Hallo? Hallo, alter Freund. Juri? Triff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Halt, warte, Juri! Mist, sie ist weg. Oh mein Gott. Nach allem, was Juri erlebt hat, muss es ihr furchtbar gehen. Sie tut nichts ohne einen Grund. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Bei was auch immer. Wie geil ist das denn? Sie wurde suspendiert, nachdem sie ja, Hammerhead, fast, hingerichtet hat. Und über die Nebenaufgabe kommt man jetzt nochmal an die ran. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das finde ich jetzt wieder voll geil, dass sie das eingebaut haben. Moment, was? Was hast du getan? Das ist der Magier-Handlanger. Tot. Und die Fallakten zu all seinen Opfern. Dieser Typ hat all diese Leute getötet. Aber hat er deshalb verdient zu sterben? Juri. Ich weiß, was du sagen willst, aber hör mir erst zu. Meistens funktioniert das System. Aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und ich kann das nicht akzeptieren. Manche Leute vertrauen auf das Schicksal oder Karma oder was auch immer. Aber ich vertraue nur mir selbst. Du kannst niemanden töten, Juri. Anscheinend schon. Und weißt du was? Es war gut. Bitte, du musst dich stellen. Warum? Ich habe nur für Gerechtigkeit gesorgt. Wahre Gerechtigkeit. Damit die Welt wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist. Du bist meine Freundin, Juri. Ich will dich nicht jagen müssen. Du tust, was du tun musst. Und ich tue, was ich tun muss. Mach's gut, Spider-Man. Juri! Was mache ich nur? Das ergibt jetzt alles einen Sinn, was Juri Hammerhead angetan hat. Sie quält sich schon lange damit. Sie hat ihre Gefühle nie gezeigt. Das muss sie belastet haben. Aber sie ist auch die zäheste und dickköpfigste Person, die ich kenne. Das war sicher ein übler Typ, aber ihn umzubringen, das geht zu weit. In Spider-Versum-Anzug? Inakzeptabel. Ja, und das geht jetzt nicht weiter? 100? Ist das von dem Spider-Verse-Film?
Das ist doch von dem neuen Film, oder es gibt doch diesen einen Film, diesen Spider-Verse mit diesen ganz vielen Peters. Da ist das doch von wahrscheinlich, oder? Vom Stil her. Okay, aber... Das war's jetzt mit Yuri? Also ich sag mal so. Im nächsten Spider-Man-Teil ist Yuri offensichtlich ein Gegenspieler, die einfach nur tollwütig alle Leute umbringt, die irgendwann mal Mörder gewesen sind und nicht mehr zur Polizei gehört, sondern sozusagen auf eigene Rechnung arbeitet. Oder habe ich jetzt irgendwo eine Nebenmission übersehen? Nee, ne? Na gut, dann auf zu Silver Sable und wahrscheinlich zum großen Finale von Spider-Man. Ich bin gespannt. Ich finde es ein bisschen schade, Kritikpunkt, dass irgendwie gefühlt das Finale von Spider-Man nicht im Hauptspiel, sondern im Season Pass ist. Wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre das irgendwie jetzt die tatsächliche Hauptstory. Weil jetzt weiß man erst, was mit Silver Sable passiert, was mit Yuri passiert. Und wenn es irgendwann mal ein Spider-Man 2 gibt, dann muss man ja den Season Pass gespielt haben, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen doof. Aber mir kann es ja egal sein, ich spiele ihn ja gerade. Na gut, auf zu Silver Sables geheimer Basis. Und die ist unter Wasser. Los, an die Arbeit. Wo ist jetzt diese Basis, von der du geredet hast? Wow! Dein Spielzeug ist echt cooler als meins! Also, ich liebe diese unsichtbare schwimmende Festung. Aber nachdem sie jetzt ganz New York gesehen hat, wird Hammerhead sicher bald hier sein. Da bin ich ganz sicher. Also müssen wir uns beeilen. Ich habe ein Klasse 5 Laser-Array beschafft. Wir müssen es kalibrieren, damit es nicht überhitzt. Glücklicherweise bin ich ein Meister der Kalibrierung. Dann mal los. Okay, was zuerst? Und jetzt das Gehäuse einpassen. Bin dabei. Wow, netter Laser. Gehäuse sitzt. Und fertig. Wir sind nicht fertig. Oh. Wir müssen die Zielfeldantennen zurücksetzen. Na klar. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Verlass den Hangar und navigiere zur Spitze der nahen Transmitter. Okidoki. Na bitte, was? Wir sollten über die Hammerhead-Strategie reden. Meinst du nicht? Was gibt es da zu reden? Wir finden ihn und richten den Laser auf seine Kopfplatte. Der Laser erhitzt den Carbonstahl auf kritische Temperatur, was seine Molekularstruktur verändert. Und ihn weich macht. Und ich schlage ihn bewusstlos. So weit, so gut. Aber könnte das nicht sein Gehirn schmelzen? Wenn der Wolf Schafe reißt, dann wird er vom Schäfer erschossen. Ja. Okay, aber vergiss nicht, Schäfer. Niemand wird getötet, okay? Fertig. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Jetzt müssen wir die Ziel- und Leistungspegel testen. Cool. Moment. Ich werde doch nicht beschossen, oder? Noch nicht. Aber du musst diese Ziele starten. Okay. Okay, bereit? Bereit. Bomben los! Getroffen! Los! Noch ein paar mehr. Ich würde sagen, der funktioniert, hä? Und es geht weiter! Guter Schuss! Ist das Tontaubenschießen für Militärkräfte? Au, au! Vielleicht einmal noch, bitte? Du bist ein Kind. Ja, tja, in uns allen steckt doch ein Kind. Ey, das war... Ah! Wir müssen noch etwas tun. Ja. Wir müssen den gyroskopischen Navigationsstabilisator einstellen, um das Gewicht des Lasers auszugleichen. Aber klar doch. Geh zu dem Terminal und warte, bis ich das System aktiviere. Aha. System bereit. Ich mach das. Okay, das müsste gehen. Ihr zwei seid jetzt ein Team? Süß. Aber das wird euch nicht helfen. Sable? Ich könnte Hilfe gebrauchen.
Der Laser geht nicht. Kriegst du's hin? Ich geschafft. Okay, dann los. Ihr wollt mich verletzen? Okay. Nicht. Table, wie sieht's bei dir aus? Der Laser ist wieder online. Halte ihn fest. Endlich. Jetzt kann ich nah an ihn ran. Das wird dir nichts nützen. Ich bin unzerstörbar. Ich brauche Verstärkung. Jetzt. Nimm das! Mach dich fertig! Was zum Teufel? Wie machen wir das? Ich diesen Kampf! Hab ihn! Und Einsatz! Aber was? Eher nicht! Das wird euch noch leid tun! Nee, aber... Und kein Respekt! Was ist noch nötig? Weißt du, wer Respekt verdient? Jemand, der weiß, wann Schluss ist. Starte Bombenabwurf! Verdammt! Verfehlt! Versuch's weiter! Der nächste trifft garantiert! Ich lass die Bombe los! Du bist sie! Sehr gut! Jetzt auf ihn! Versuch doch auszuweichen! Das war's mit dir! Seht mich an! Ihr könnt mich nicht töten! Nicht treffen lassen! Wenn ich fertig mit dir bin, zieh sie nicht von den Wänden! Ihr gebt einfach nicht auf, oder? Wirklich tapfer! Aber ich töte euch trotzdem! Aber Controller! Jetzt auf ihn! Schon kommt ihr! Ihr beide könnt was! Ich gebe euch eine Chance. Macht bei mir mit oder sterbt. Ich hätte dann gern Tor Nummer 3. Kommt her, Jungs! Der Spinne! Kilt ist unten! Unzerstörbar, was? Eher nicht. Ich schaffe den Clown alleine. Ja, ich hab ihn! Okay, dann wir persönlich. Schmerzhaft! Bleib auf dich! Lass mich Oh mein Gott! Ja, und dann? Dann musst du springen! Was? Thank you.
Das hat Spaß gemacht. Hey, wie wär's mit Abendessen? Ich weiß, wo es gute Pizza gibt. Ich muss zurück nach Symkaria. Stimmt, du musst in den Krieg ziehen. Ich kämpfe nicht zum Spaß. Ich tue es, um meinem Volk zu helfen. Ich weiß. Dafür sind Helden da. Ich bin keine Heldin. Aber ich habe etwas gelernt. Ach ja? Und was? Wie man Gegnern mit schlechten Witzen entwaffnet. Also, das sind gute Witze. Aber Humor ist natürlich subjektiv und... Danke, Spider-Man. Für alles. Keine Umarmung. Ja, sicher. Klar doch. Hey, kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Ich würde schwimmen, aber diesen Flussgeruch kriege ich nie wieder raus. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, es war ein grandioses Finale und ja, auch wenn Insomniac Game mir einen neuen Controller schuldet, weil jetzt garantiert meine Quadrattaste vollkommen kaputt ist, aber egal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal gucken, vielleicht starte ich morgen Miles Morales, mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Wenn ihr PS4 oder PS5 habt, ihr müsst es ja nicht auf 100% spielen. Ihr könnt diese 5 Verbrechen und alles ja weglassen. Das muss man ja nicht machen. Ne? Ich wollte es ja jetzt auf 100% spielen. Man muss es ja nicht. Ne? Aber Wahnsinn. Ne? Und ich wollte mal darüber hinaus sagen, dass wir sehr viele Secrets sogar gefunden haben. Zum Beispiel diese ganzen geheimen Fotos und sowas. Und die ganzen Yuri-Nebenaufgaben. Wahnsinn. Ne? Gut, ich lasse die Credits schnell durchlaufen. Moment. Vorspulmodus und wir gucken mal, was danach noch kommt. Ich lasse die Musik mal laufen und bis gleich.
Bereit? Ich glaube, die Netzschießer sind etwas eng. Man gewöhnt sich dran. Versuch mit mir mitzuhalten. Das war's. Was eine geile Trophäe. Glückwunsch, du hast die Story Silver Lining abgeschlossen. Damit endet die Stadt, die niemals schläft, Geschichte. Gute Arbeit, Held. Gut, Hammerhead ist erledigt. Aber seine Leute sind doch noch da. Die Spinnenarbeit endet nie. Auf dem Chrysler Building. Die Stadt schläft. Oh, ich liebe... Oh, guckt euch an, es ist so geil. Wo wisst ihr eigentlich... Ich suche gerade wieder die Freiheitsstatue. Da hinten ist die Freiheitsstatue, da. Wisst ihr eigentlich, dass man in Spider-Man 2 auf der PlayStation 2 sich mit Spinnennetz an Hubschrauber dranhängen kann und sich dann zur Freiheitsstatue bringen lassen kann vom Hubschrauber und sich den wirklich angucken kann? Das geht hier natürlich nicht. Anzüge. Wir haben neuen Anzug freigeschaltet. Cyborg, Spider-Man... Boah, es gibt's viele. Also 100%, wir haben alle Anzüge, die es gibt. Und wir können übrigens jetzt, glaube ich, auch hier das Gerät, das letzte Gerät noch fertig upgraden, oder? Geht das? Ja. Ah, volles Arsenal. Hä, warum hatte ich denn die Platin, wenn... Ach, das ist bestimmt eine Remaster-Trophäe. Wir gucken gleich mal in die Trophäen rein. Also wir fassen mal zusammen. Ja, gut. Also wir haben alle Fähigkeiten, alle Gerät-Upgrades, alle An... Oh Gott, alle Anzüge. Heute ist ein schöner Tag in New York City. Endlich ist Hammerhead für immer erledigt. Cyborg oder nicht. Ich rechne das sogar ein bisschen Spider-Man und Silver Sable an. Sie haben den letzten Schlag ausgeführt. Und... Trotzdem, während sich die Mainstream-Medien mit Lob für diese selbsternannten Retter überschlagen, möchte ich Fakten liefern. Hammer. Das stört mich. Wäre nie so weit gekommen, wenn Silver Sable nicht ihre Ausrüstung in der Stadt gelassen hätte. Und von Spider-Man will ich gar nicht erst anfangen. Bandenkriege anfachen, eine ausgezeichnete Polizistin in den Zwangsurlaub schicken. Ja, klar, sie haben aufgeräumt, aber sie waren auch schuld an dem Chaos. Ups. Okay, ja, also ich würde sagen, geil, oder? Das haben wir... Ja. Oh, die kleine Spinne rechts. Oh, ist das so süß. 17 Grad New York, klar. Okay, ja, es ist geil. Ganz ehrlich, es ist ein super Spiel. Ey, was ich machen wollte? Ich... Trophäen. Marvel Spider-Man. Also, wir haben das klassische Spider-Man Remastered auf 100%. Wir haben die Stadt, die niemals schläft, tatsächlich als einzige Episode auch auf 100%. Für die beiden fehlt uns die Screwball-Scheiße. Für beide, ich kotze. Remaster-Trophäen. Schließe eine Bedienung ohne Schaden zu nehmen. Da müsste man die Schwierigkeit halt ganz runterstellen. Das wäre ja eigentlich auch easy. Aber ich bin ja kein Trophäenhunter. Das macht mich glücklich hier. Ich meine, dafür gibt es ja auch keine Platin-Trophäen. Hier gibt es ja auch noch zwei. Aber ich meine, hey, wir haben eine Platin. Meine erste PS5-Platin. Be greater. Selten. Aber guck mal, auch relativ... ist auch eine einfache Platin. Man muss dazu ja sagen, dass ich auch fand, dass... Ghost of Tsushima... eine sehr einfache Platin hat. Lebende Legende. Ne, die war auch sehr einfach tatsächlich. Schwere Platin-Trophäen sind ja zum Beispiel Demon's Souls. Finde ich halt sehr schwer. Ne? Naja. Oh, Assassin's Creed, Leute. Ich will es unbedingt spielen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Assassin's Creed, sage ich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Spider-Man. Und wie gesagt, mal gucken, was steht da drauf. Oh mein. Ist das ein Witz?
sagt man denn Aua? Ach so, Peeving Pizza. Lassen hoch. Kriegt man da Erfahrungspunkte für? Ich glaub's nicht. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen bei Spider-Man und beim nächsten Mal, vielleicht Miles Morales oder irgendwas anderes. Ihr findet schon irgendwas, was euch gefällt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.